Ja, hallo meine lieben Erzählfreunde. Ich habe das kleine Bildchen fertig. Also ich habe hier nochmal lasiert, auch die Handgriffe nochmal lasiert. Ich habe ja gesagt, ich möchte hier gerne was drumherum haben, weil es sah ein bisschen blöd aus. Und habe dementsprechend dann nochmal Leisten geschnitten auf 45 Grad, schön an den Kanten, dass das schön passt, und habe die dann auch noch mal lasiert. Ich habe auch die Klampen noch mal fertig gemacht. Wie man sieht hier, ne? Natürlich gelötet, ist ja klar. ja, hier habe ich halt noch mal dieses Ding gebaut gehabt, damit der Baum dann hier drauf liegen kann. Normalerweise hat man das bei Yachten so. Ist ein bisschen dickes Holz, aber ich denke, es geht, es ist noch okay. Ja, die Takelung habe ich auch soweit fertig. Ich habe das jetzt nicht so gemacht, wie es normalerweise ist, dass man einen Seilrollen unten auf dem Boden hat, sondern habe es so gelöst, dass man jetzt hier halt diese Fäden sieht. Das hat die einfache Bewandtnis, wenn ich das Ding transportiere, muss ich das abtakeln. Ne? Ja, hier habe ich es halt dann nochmal drumherum gewickelt, gebunden. Ja, die Seilführung hier für dieses, für das Vorsegel, habe ich dann unten nochmal durch zwei Ösen geführt. Ich hoffe, dass man es einigermaßen gut sehen kann. Es geht dann halt zum Vorsegel, sodass das sich bewegen kann. Ja, ansonsten war ja nicht mehr viel zu sagen. Also, ich kann mal ein Stück zurücktreten, dass man es nochmal gesamt sieht. Ja, den Ständer habe ich auch selber gebaut, auf dem es jetzt steht. Ich finde, es macht einen guten Eindruck. Na gut, das hintere Segel ist vielleicht ein bisschen klein geraten, aber es ist mir ehrlich gesagt ganz recht, weil ich mag es nicht, wenn mein Modell zu sehr kränkt und dann hinterher doch noch Wasser reinkommt. Ja. Also Dichtigkeit war ja sowieso so ein Problem bei dem Boot, weil die Leisten halt sehr dünn waren oder sehr weich waren. Und jedes Mal beim Schleifen hatte ich dann das Theater, dass das Ganze dann sich verbog. Da muss ich nochmal kurz ran, weil ich möchte es eigentlich so haben wie hier und nicht so wie da. Da ist irgendwie ein bisschen doof. Mal gucken, was da jetzt nicht in Ordnung ist. Aber ist bestimmt nur eine Kleinigkeit. Ja. Also wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch. Mit dem Transport, das wird noch ein Heidenakt. Aber der Bau ist jetzt abgeschlossen. Ab jetzt kann es gefahren werden. Also wie gesagt, das ist alles so gebaut, dass ich halt komplett die ganze Takelage aushängen kann. Gucken, ob ich es hinkriege mit einer Hand. Ja. So, ne? Also kann ich den kompletten Baum abnehmen mitsamt Segeln und so weiter. Und dann muss ich das Ganze auftakeln, wenn ich fahren will. Muss hier wirklich auf dem See. Also, oder besser gesagt am Ufer mich hinstellen, alles auftakeln und dann kann es erst losgehen. Das ist halt ein bisschen aufwendig, aber es geht nicht anders. Ich hätte da keine andere Möglichkeit. Ah. Ah. Naja. Das sind so kleine Mankos halt. Aber ich muss sagen, der Bau hat mir gefallen. Der Bau war schön. Ich filme jetzt nochmal von oben. Ihr sollt ja auch ein bisschen was zu sehen kriegen. Ich habe die Masten jetzt noch nicht lasiert oder so, sondern habe sie so gelassen, wie sie sind. Wie ihr sehen könnt, ist das Buchenholz. Aber ich denke mal, es ist okay. Es wird hier kein Wasser abkriegen, denke ich. Vielleicht kommt da später nochmal Lasur drauf. Weil da muss ich die Segel halt auch nochmal gucken, dass ich hier wahrscheinlich runternehme. Aber egal. Ihr habt dann nochmal das Shot vom Vorsegel.
Oder besser gesagt Schot, nicht Schott. Schott ist was anderes. Also Schot ist wirklich hier dieser Bereich. So. Wie geht dann hier das Segel runter? Ne? Wie gesagt, also der ist jetzt dann wirklich. Geht dann hier dran. Und ist dann über Kreuz getakelt wie beim echten Schiff auch. Ne? Naja, ist halt so. Weil ich sag mal ganz ehrlich, wer hat die Möglichkeit, so ein Riesending in sein Auto zu packen? Also wenn er einen VW-Bulli hat, dann vielleicht, aber so, oder einen Sprinter, dann wird es vielleicht noch gehen, aber einen normalen PKW, glaube ich, wird das nichts. Da muss man Kompromisse machen. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr mögt es. Also ich finde, es ist richtig schön gelungen, hat schöne Linien, sieht gut aus. Hat schon ein bisschen was Realistisches, also bin stolz auf mich. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut. Wenn ihr noch irgendwas habt, Anregungen oder so, in die Kommentare rein, dann kann ich das mit Sicherheit noch umsetzen. Ja, so viel dazu. Ich werde gucken, dass ich jetzt die Tage auf den See komme, Probefahrt mache, Jungfernfahrt. Und dann seid ihr mit dabei. Ihr habt ja schon gesehen, ich habe ein neues Projekt angefangen. Die Galeone. Das wird noch ein richtiger Kampf. Das ist eigentlich auch etwas, wo ich mich nie dran getraut habe, was schon jahrelang rumlag. Und naja, guckt einfach mal rein. Wird interessant werden. Okay, so viel dazu. Macht's gut, bis die nächsten Tage.